Wer gewinnt die Weltmeisterschaft? Das habe ich mich auch gefragt und deshalb simulieren wir das Ganze in FIFA 23. Deutschland ist Gruppenerster und zieht mit Spanien in die K.O.-Runde rein. Im Achtelfinale gewinnt Deutschland gegen Marokko 3:0. Auch im Viertelfinale gewinnt Deutschland gegen Serbien 3:0. Die Halbfinalpartien stehen fest. Argentinien gegen England und Deutschland gegen Portugal. Deutschland gewinnt gegen Portugal 2:1 und steht damit im Finale von Katar. Argentinien gewinnt gegen England 1:0 im Halbfinale. Damit steht das WM-Finale fest. Argentinien gegen Deutschland. Also wie 2014. Hoffentlich mit dem gleichen Ergebnis. Deutschland verliert das Finale gegen Argentinien 3:2 und Leo Messi wird zum ersten Mal Weltmeister.